Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel erkennen könnt, habe ich es endlich geschafft, mein Abschiedsbuch fertig zu machen. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist. Und zwar, wenn man ein Austauschjahr macht, ich habe auch erst davon erfahren in der WhatsApp-Gruppe, kann man ein sogenanntes Abschiedsbuch machen und da können halt Freunde und Familie was Nettes reinschreiben oder Bilder einkleben und so, damit ich mich halt an die erinnern kann, wenn... Ja, und das kann ich mir dann halt erst im Flug angucken und ja, ich habe es jetzt erst fertig. Ich finde krass, manche hatten das schon irgendwie im März oder im Januar fertig, wo ich noch nicht mal daran gedacht habe, dass es sowas gibt. Na, jedenfalls habe ich meins jetzt fertig und ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt mal kurz, was an den Seiten jeweils drin ist und damit ihr ein bisschen Inspiration bekommt. Also, auf der Vorderseite habe ich eine Collage gemacht. Und zwar, ich mache auch noch Fotos von meinem Buch in meinem Blog. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr nochmal genauer gucken. Und zu dem Cover, also man kann hier eigentlich alles Mögliche machen. Ich fand eine Collage irgendwie am coolsten. Dann blättern wir auf. Ach so, und zu den Büchern. Ja, also... Es gibt halt verschiedene Arten von Büchern. Ich würde euch, oder ich habe mich für ein weißes entschieden, wo halt alles weiß ist und ein Ringbuchblock. Ich habe ewig gebraucht, um mich zu entscheiden für eins der Bücher, aber ich bin mit dem ganz glücklich. Schlagen wir mal die erste Seite auf. Und zwar, ich habe viel mit Tusche? Und so, gearbeitet, weil ich das irgendwie, sah cooler aus. Und dann habe ich bei der ersten Seite ein Zitat von Mark Twain. 20 Years From Now, ich glaube, ihr kennt das Zitat, also brauche ich jetzt nicht vorlesen, ihr seht es in meinem Blog. Ja, dann auf der nächsten Seite habe ich so einen Einleitungstext geschrieben, also dann, wo ich halt nochmal erkläre, wofür das Buch da ist, dass ich einen Austausch mache, falls es Leute nicht wissen, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich hier so ein bisschen Herzchen hingemalt und ich habe Kanada-Sticker, ja. Und die habe ich da auch immer manchmal hingeklebt, wenn ich dachte, dass das ein bisschen leer aussah. Ja, dann habe ich hier so ein Comic noch darunter gemacht von Benny und Boone. Das fand ich irgendwie süß. Könnt ihr auch alles auf meinem Blog sehen. Und dann habe ich hier auf der nächsten Seite die Website von meinem Blog und von meinem Blog aufgeschrieben. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man, wenn man meinen Namen bei YouTube oben eingibt, ob man den dann findet. Deswegen hoffe ich, dass die Leute, die dann mich gucken wollen, das trotzdem finden. Und dann habe ich hier unten noch von Josh Hutcherson ein Zitat. Always be yourself, that's all. So, auf der nächsten Seite habe ich dann My Host Country Canada. Da habe ich so allgemeine Fakten ein bisschen hingeschrieben und Funny Facts. Obwohl ich da nicht richtig lustige Fakten habe, das sind eher interessante Fakten, aber was soll's. Ja, was halt so ganz interessant ist von dem Land, weil, ja. Und vielleicht kennt ihr funny oder interesting Facts, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht sammle ich ja noch was dazu, wenn ich in Kanada bin. Ja, dann auf der nächsten Seite habe ich meinen Ort und Schule. Ich habe das auf eine Seite gefasst. Da ist ein Klebezettel, gute Frage, nächste Frage, weil ich ja noch keinen Ort oder so habe. Und da dachte ich mir, klebe ich dann Fotos ein oder so. Genau. Dann habe ich eine ganze Doppelseite für meine Host-Family, die ich auch noch nicht habe. Aber ich bin, weiß ich nicht, ich sehe das ganz gelassen. Es gibt ja viele, die jetzt so, oh, ich will endlich meine Host-Family haben und so, keine Ahnung, Angst haben, dass sie keine bekommen. Ich denke, dass ich eine bekommen werde. Und ich finde, es macht keinen Sinn, wenn ich mir die ganze Zeit die Nerven aufreibe, wie das wird und alles. Deswegen lasse ich es auf mich zukommen und ja. So, auf der nächsten Seite habe ich dann Kontakte und zwar aus dem Grund, ich dachte mir, ja, vielleicht willst du mal jemand eine Karte schreiben oder voll viele haben gesagt, ja, schick mir mal eine Postkarte und ja, da dachte ich, wenn ich das alles schon in dem Buch drin habe, dann habe ich Adressen in dem Buch und dann ist das so alles ein bisschen zusammen und dann muss ich nicht immer alle fragen, wo wohnst du, sondern es ist auch so ein kleiner Überraschungseffekt, wenn sie ja was bekommen sollten. Und halt Skype und Telefon, falls ich mal jemanden skypen sollte oder dem Handy, obwohl telefonieren eher nicht, das ist zu teuer. Und ja, dann war auch schon die nächsten Seiten, zwei.
einmal Any Last Words. Da weiß ich noch nicht, was da genau hin oder was ich da genau hinmachen möchte. Vielleicht noch ein Zitat oder irgendwelche Gedanken, weil ohne meine Eltern wäre das Ganze ja gar nicht möglich gewesen. Vielleicht schreibe ich da noch was hin, aber ich bin ein bisschen unsicher. Und jetzt seid ihr dran. Das bedeutet ja sozusagen, dass jetzt losgeht, dass meine Freunde und Familie das gestalten können. Ja, und da natürlich nicht das ganze Buch verwirrt und da ich auch keine Lust habe, jeden x-beliebigen da reinschreiben zu lassen, werden da jetzt auch nicht so mega viele reinschreiben. Und da ich das sonst irgendwie schade finden würde, das nur so gemacht zu haben für so ein paar Leute, die dann halt was reinschreiben, dachte ich mir nämlich, dass da noch als Tagebuch, weil das auch eine gute Erinnerung ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich hoffe, ich halte es ein, so, weiß ich nicht, jeden zweiten, dritten Tag schon was reinzuschreiben, dass man sich halt daran erinnern kann und, weiß ich nicht, so privatere Sachen, keine Ahnung, was da kommen wird und ich nicht im Internet erzählen will, das kann ich halt hier reinschreiben und dann kann ich mir das auch irgendwann mal angucken und denken, ah, cool, oder auch nicht. Und ja, das war's auch schon mit meinem Buch. Die Rückseite ist bei mir schwarz, weil mittlerweile gefällt mir das auch, dass ich das ganze Buch so wusch ist, sondern dass auch mal ein Gegenpol ist. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich hier noch was Kleines hin, vielleicht mache ich hier ein Ahornblatt oder so hin, aber das weiß ich nicht. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, das war's zu meinem Abschlussbuch. Ja, falls jemand auch interessiert, wie weit ich bin mit meinem Kanada-Fortschritt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Wir sind gerade, oder ich bin dabei gewesen, mein Visum auszufüllen. Ja, das war ziemlich viel Zeug und boah, wir hatten jetzt einen Fehler drin und da mussten wir halt alles nochmal ausdrucken, weil das mit so einem komischen Barcode ist, den die dann da einscannen. Und ja, ich bin froh, wenn ich das Visum abgehackt habe. Und dann geht's in 25 Tagen auf mein Vorbereitungstreffen. Da freue ich mich schon mega drauf. Und da wird es auch ein Follow Me Around geben. Weil irgendwie finde ich, es gibt nicht so viele Follow Me Arounds, sondern eher so Leute, die dann halt erzählen, was da war. Und ich probiere da mitzufilmen und auch meine Fahrt und alles, dass ihr da euch das halt angucken könnt, wenn ihr möchtet. Ja, das war's zu meinem Video. Danke, dass ihr es euch bis zum Ende angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Peace.